Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und wir sind derzeit auf der Suche nach ein bisschen Sprit für unser Auto. Und mit diesem Sprit werden wir uns dann ein bisschen was genehmigen. Ein paar coole Sachen. Ah, cool. Habe ich das da gelassen? Weiß ich gar nicht. Potato, ich glaube, ich habe das hier gelassen, ne? So, okay. Aus dem Auto kann ich nichts holen. Ich hatte doch irgendwie so ein etwa in Erinnerung, dass da irgendwas war. So. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass hier mehr Autos waren. Aber gut, wir sind jetzt quasi nahezu heile. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Probleme. Ich habe gerade mit der Katze gekuschelt, deswegen habe ich überall noch Haare und das nervt. Boah. So, und hier sind ein paar Zombies gestorben, nehme ich an. Aber genau hier zum Motel wollen wir. So, 6 Liter. Wie viel Liter kannst du fassen? Oh, die ganzen 6 Liter. Geile Nummer. So, hinten irgendwas neu gespawnt oder so? Spawnt überhaupt? Spawnen hier Dinge neu? Ich weiß es nicht. Bezweifle es mal stark. So. Müsste eigentlich ein 10 Liter Kanister sein, ne? Ich glaube, die Dinger sind immer 10 Liter. Ups. Was wir aber gucken können, ist, ob Zombies nachspawnen. Die Tür ist wieder zu. Nö. Tun sie offensichtlich nicht. Aber vielleicht habe ich irgendwas vergessen, wenn ich schon mal hier bin. Ja, da. Bandagen. Nice. Ja, gut. Befüllen wir unser Auto und dann gucken wir, dass wir so langsam mal vielleicht ein neues Zuhause finden, ein größeres, das wäre echt schön. Das würde mich richtig freuen. Ist zwar jetzt nicht viel, aber wir nehmen alles mit. Und so wie es aussieht, können wir dann erst morgen los. Wieso immer so wenig? Ich kann alles gebrauchen. So. Komm, gib mir die 10 Liter. Wir können mehr als 10 Liter fassen. Not bad. Aber das dürfte zumindest jetzt mal reichen, um schon mal loszufahren. Wir werden schon noch andere Autos finden, wo wir ein bisschen etwas abzwacken können. Hoffe ich zumindest. Ich bin ganz aufgeregt, Leute. Autofahren. Ich habe Führerschein seit so und so vielen Jahren, aber ich bin noch kein Auto gefahren. Nein, Spaß. Meine ich schon. Bär, ich werde hier flüchten. Ich hoffe, du wirst einsam und verlassen sterben. War das Haus schon immer so groß? Nee, ja. Bin gespannt, wie es ist. Übrigens, Controller Support besteht, aber es ist katastrophal. Habt ihr nicht erlebt? Sowas habt ihr noch nicht erlebt mit der Controllersteuerung. Ah. So. 10 Liter. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, ne? Eigentlich kannst du auch drinnen bleiben. Okay. Da unten war ja Wasser, ne? Ja. Wir wollen ja sowieso da hinten hin. Oh. Ah. Ich weiß nicht, ob das Auto kaputt gehen kann, wenn wir gegen Bäume fahren. Ist sowieso uncool hier. Ohne befestigte Straße rumzufahren. Ja. So, okay. Wir suchen das Gebäude. Ich kann ja mal zur Scheune fahren hier. Vielleicht ist da noch irgendwas. So. Wir lassen das Auto mal an. Ist ja nur kurz reingucken. Und wieder rauslaufen.
Ach so, ich kann direkt einsteigen. Okay. 10 Liter haben wir noch. Oh Gott, wir haben schon 1 Liter verprasst. Wo waren denn die Gebäude? Oh, diese Katzenhaare, ne? Ist nicht so einfach, das Autofahren hier. Das kann ich euch stecken. Okay, wir sind angekommen, wo wir sein wollten. Okay, gucken wir mal, was wir alles so machen können. Ich glaube, da kriegen wir Eisen raus. Wir nehmen einfach von jedem erstmal einen mit und dann werden wir sehen. Motor nehmen wir mit. Ein Messer habe ich noch. Aber ich habe immer gerne einen Ersatz. Ich glaube, die Axt ging nicht, ne? So. Nein, Axt geht nicht. Hammer geht nicht. Das geht. Aber ich krieg 0. Ich muss höchstwahrscheinlich die 3 Slots vollkriegen, ne? Das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja Sägen ohne Ende. Und der Rest kommt dann erstmal hier rein. Klar, Autoersatzteile kommen da natürlich auch rein. Okay. 3 Sägen. Ich probier's einfach mal. Ja, also. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wir haben jetzt eine Crowbar und kommen somit hier rein. Oh, nice. Nochmal 2 Slots mehr. Wir haben hier eine Workbench. Können wir rein theoretisch moven. Mehr war hier nicht. Ja gut, der Rucksack ist schon nicht schlecht. Ach, guck mal, die Wasserflasche. Dann sichern wir uns die Wasserflasche mal. So, erstmal alles sichern, was wir brauchen. Jetzt habe ich hier zu viel Zeug dabei, ne? Egal. Crowbar packen wir noch rein. Die Waffen. Kohle und die Munition. Ja. Rest ist jetzt nicht so wichtig, ne? Ich meine, Bandagen werfe ich gerne mal hier auf den Boden hin, falls ich sie gleich brauchen werde. Ach. Man verliert. Verliert man sie? Legen die dann einfach da? Hatte ich meine Wasserflasche da verloren? Ich glaube schon, ne? Das kommt dann hin. Gut, da ist mein Wasser drin. Okay. Naja. Sind die jetzt alle tot? Ich höre sie auch nicht. Alles mitnehmen, was nicht festsitzt. Ich glaube, die sind rausgelaufen und gestorben, ne? Stimmt, da lag auch Munition, weil Munition hatte ich definitiv nicht dabei. So. Aber mit dem. Oh, Flachbildschirm. Aber mit dem Auto zusammen haben wir eigentlich noch ein extra Inventar, was eigentlich ganz cool ist. Das heißt, zu Hause müssen wir es auf jeden Fall entleeren. Klar, immer ein bisschen Sicherheit noch dabei haben. Aber an sich sind wir jetzt ganz gut aufgestellt.
Ah, ich habe meine Crowbar da liegen lassen. Ist das jetzt ein anderer Eingang oder ist da tatsächlich etwas Nützliches? So könnte etwas Nützliches drin sein, ja. Gut, holen wir mal die Crowbar. Ernsthaft? Kann da nicht rüberspringen? Ist ja kacke. Okay. Holen wir mal die Crowbar. Das kann hier rauf gesteckt werden. Das kann gesteckt werden. Oh, richtig schön viel Munition. Das ist schön. Und dann befreien wir auf jeden Fall gleich noch die Troller. Wollen wir erstmal alles nach Hause bringen. Boost. Drink for temporary reduced pain. The boost could be refined into pure alcohol for making a bandage. Okay. Molotov Cocktails kann man hier auch machen. Ah, das kann ich auch selbst brauen wahrscheinlich. Ja, gehen wir kurz mal hier hoch. Das ist ein bisschen laut. Zombies? Enkelers. Und den unteren kann ich nicht öffnen. So viel Munition. Oh. Ich bin hier im Munitionshimmel. Boots! Ja! Ich hab Schuhe an, Leute. Ich hab Schuhe! Ich bin jetzt ein echter Mensch. Hallo! Benili Nova. Ist auch eine Schrotflinte, eine ganz normale. Die irgendwie einen Eigennamen hat. Ein paar Racks. Ein Messer, kann man immer gebrauchen. Ich sehe doch die Platine. Nimm sie doch! Okay, ich kann die Platine nicht rausnehmen. Geil. Danke für nix. Ich hasse diese Hunde, ne? Die sind so eklig. Die sabbern und sind groß und mit denen kannst du nichts anfangen. Außer du bist vielleicht irgendwo eines Tages mal in der Lawine verschollen. Was aber hier wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Na gut, wir haben jetzt noch diesen Raum hier hinten, ne? Hallo! Mehrere Munition. Irgendwann ist da irgendein fettes Viech dahinter und tötet mich. Ich sehe es noch kommen. Nice, in the Upgrade. Electronical Parts. Oh, das hat sich schon gelohnt, ne? Gut, dann schauen wir mal, wie es mit unserem Eisen aussieht. Und dann können wir eigentlich schon nach Hause fahren. Wieso sieht dieses Auto noch intakt aus? Wieso kann ich das nicht fahren? Ja, wie doof. Na komm, Bandagen, kommt mit. So. Ein Eisen haben wir bekommen. Was auch immer man mit einer Spitzhacke anfangen kann. Vier Stück brauchen wir. Muss doch irgendwie leichter sein, an Eisen ranzukommen. Als drei Sägen kaputt zu machen. Moment, kann ich Sägen bauen? Muss ich zu Hause mal gucken. Komm, wir fahren jetzt mal kurz nach Hause. Und dann schauen wir mal. Gucken noch mal kurz dieses Auto hier an. Theoretisch kann man sogar da in diesem Haus wohnen. Was eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil dann ist man direkt hier. Naja. Hier war kein Liter mehr, ne? Hm.
Bevor ich dehydriere. Ja, ab in der Hose, ab in der Hose. Okay, das Haus ist, unser Zuhause ist hinter mir, ne? Wie man fast im Stand sich drehen kann. Habe ich unser Zuhause hier irgendwo? Ja, hier. Eigentlich hätte ich rückwärts hochfahren sollen, aber egal. Ist okay. So. Jetzt müssen wir den ganzen Kram erstmal wieder reinbringen. Das Wasser bitte. Sechs. Ich will trinken. So. Vielleicht hätte ich zuerst essen sollen. Jetzt ist es zu spät. Dann esse ich halt. Hier. Das macht nicht ganz so durstig. Ich habe sowieso kein Fleisch mehr, ne? Stimmt. So, mein Maus ist weg. Cool. Jetzt ist sie wieder da. So, Zucker. Oh, das war's schon. Shit. Trinken. So, die Pinkiller, das kommt dahin. Wir haben schon richtig gut Stuff, muss ich schon sagen. Weiß nicht noch nicht, was ich mit den ganzen Matches mache. Aber besser zu viel als zu wenig. So, noch eine Platine, das ganze Schrott hier rein. So, hatten wir die Munition auch hier drin gelagert? Ach, machen wir es einfach mal. Noch mehr Zucker. Ich bin zuckersüchtig. Den Boost müssen wir uns auf Eis einfallen lassen. Das Eisen müssen wir definitiv sichern. Nur was bringt es mir? Ich brauche 8 Eisen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich kann eine Säge selber bauen. Mit 3 Sägen kriege ich ein Eisen. Oder bekomme ich schon für eine Säge ein Eisen? Müssen wir probieren. Auf jeden Fall würde ich da sehr viel Metallschrott verschwenden. Ich kann da sicherlich Metallschrott reintun. 100 pro. Na ja, gucken wir mal. Noch eine Feder für meine Pfeile. Flaschen. Die Flaschen lassen wir natürlich hier liegen. Oh. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein paar Steine, eine Kartoffel haben wir hier rumliegen. Komm, räumen wir mal ein bisschen auf hier. Muss ja nicht scheiße aussehen, nur weil ich hier wohne. So, dass die Tür hier offen ist, gefällt mir übrigens gar nicht. So, die Sticks. Die Steine, die Blätter. Ach, da ist das. Ich dachte, ich hätte es eingesetzt. Naja, der Starter wird irgendwann kaputt gehen. Dann werden wir es wieder brauchen. Ja, cool. Wie spät haben wir es jetzt? 18 Uhr. Wir haben theoretisch noch ein bisschen Zeit. Und ich kann gucken, wie es hier aussieht. 87%. 14%. Ist jetzt nicht die Welt. Oh, naja. Ich muss irgendwas mit diesem Holz anfangen. Vielleicht baue ich mir eine zweite Hütte oder so. Einfach, weil ich es kann. Könnte ich hier hinten dran eine Hütte bauen? Ich weiß es nicht. So als extra Raum. Wir gucken mal, was wir noch so bauen können. Irgendwo, wo ich Holzstämme gebrauchen kann. Oder Holz allgemein.
Wir könnten sogar Öl aus dem Animal-Zeug machen, ne? Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir so einen Kochtopf haben. Weil wir haben echt viel von dem Animal-Fett. Wofür haben wir das noch gebraucht? Machen wir uns einen Kochtopf. Oder ich suche mir erstmal ein neues Zuhause oder so. Ich habe keine Ahnung. Eine kleine Kabine. Wie klein ist denn diese Kabine? Puh, klein ist anders. Ich habe fast mein Haus. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier jetzt großartig noch was zu bauen, wenn ich mir ein neues Zuhause suchen will. Blacksmith Place. Oh. Möbel aus. Ah, gut. Ist natürlich die Sache, ob es mir momentan was bringt, irgendwas zu machen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach schlafen und dann fahren wir los, suchen ein neues Zuhause und dann. Keine Ahnung. Nicht ein neues Zuhause? Also alles so schwer, weil ich habe halt so viel Stuff. Es würde ewig dauern, das alles zu carryen. Oder ich nehme halt so einen fetten Schrank mit. Zu meiner neuen Butze. Kann ich nur leider nicht mit dem Auto transportieren. Das ist die Scheiße dran. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Jetzt sitzt das ja auch noch scheiße. Weißt du was? Wir gehen einfach mal schlafen. Wir gucken einfach mal, wie es morgen aussieht. Schwören können, einen Bären zu hören. Gut, Inventar ist leer? Nein. Wir müssen mein Inventar noch leeren. So, die Crowbar bleibt. Das kommt weg. Jetzt schmeiße ich es doch wieder hier hin, ich weiß. Aber ich habe keinen anderen Platz dafür. Okay, das Messer. Und die sehr komische Schrotflinte bleibt auch hier. So, Motoren logischerweise, das Messer. Also Messer haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Das kommt auf jeden Fall alles mit. Ja gut, die Waffen. Wir lassen jeweils eine Waffe übrig. Nur falls wir es brauchen. Und die. Ja, die kann auch hier weg. So, ich denke, das ist eine gute Ausrüstung für einen Ausflug. Ne? Kann man nicht viel gegen sagen. Oh, ich habe überhaupt keinen Timer gestartet. Cool. Sagen wir noch 10 Minuten. So, da haben wir das Salz. Und ja, dann lassen wir das halt auch fallen hier. So. Schauen wir mal, dass wir irgendwo was finden. Wenn ich wirklich ein richtig geiles Haus finde, ja, dann würde ich sagen, mache ich's. Dann wohne ich da. Aber ich glaube, die Map ist an sich gar nicht so groß. Ich weiß es halt nicht. Aber da oben. Wir haben ja noch jemanden zu befreien, ne? Ja, ist das schön, mit dem Auto unterwegs zu sein. So, hier mache ich ein kleines Päuschen. Hier kann ich nicht reingucken. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Ja, das sind diese weißen Autos. Oh, ich höre Hühnchen. So, 0 Liter. Kann ich nichts anfangen. 0 Liter. Aber. Ja, ist ein Motor drin. Vielleicht hätte ich den Wagen 20 Minuten lang nicht laufen lassen sollen. Egal.
Scheint jetzt nicht so tragisch zu sein. Wobei das Haus eigentlich auch ganz ganz geil ist. Okay. Dauert zwar mal ein bisschen, ist ein bisschen blöd, wenn man das Auto anhat, aber ich will den Starter auch nicht zerschießen, ne? Ich bin so blöd. Ich lasse lieber das Auto an, als dass der Starter kaputt geht. Weil davon habe ich wirklich nur einen einzigen Ersatz. Und der ist auch noch zu Hause. Mal gucken, wir hatten 1080, ne? An sich auch ein nettes Haus. Aber kein Wasser in der Nähe. Hier musste ich nichts crowbaren, oder? Ich könnte die Spinte klauen. Stimmt. Dann muss ich sie nicht bauen. Ich frage mich, ob man die kaputt machen kann. Nicht zu wissen. Aber da ich ja Seven Days to Die gespielt habe, weiß ich, dass man mit einem Hammer mehr Zeug rauskriegt oder es schneller geht. So, it's Hammer Time, würde ich sagen. Natürlich auch nett zu wissen, dass wir hier alles kaputt machen können, ne? Nö, damit kann ich nur Sachen reparieren. Na gut. Und wir sind komplett wieder gesund. Wunderschön. So, Tisch. Wird mir wahrscheinlich nur Holz bringen, ne? Stamina. Stamina. Ja, Holz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber cool. Gut zu wissen. Dann düsen wir mal zu der Triller und befreien die Triller und gucken, was wir dann dafür bekommen. Vielleicht eine Quest. Vielleicht leben die Typen auch wieder. Was ich bezweifle. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht mal, warum die abgehauen sind. Bin gestorben und dann bin ich wiedergekommen und dann waren sie weg. Ah, ich habe auch Licht. Cool. Wir sind hier im Wald. Oder? Oder sind das die hier? Hier ist nur eine einsame Hütte. In der ich auch hätte wohnen können. Wo ist jetzt das Ding? So. Ach stimmt, ich habe gar nicht nachgeguckt, ne? Ja, können wir easy anlassen, ne? Ganz klar, hier, Fülltank. Wenn wir unterwegs sind, müssen wir das Auto nicht immer neu starten. Den würde ich ehrlich gesagt gerne klauen, aber es geht nicht. Das heißt, wir machen ihn kaputt. Das Ding war aus Holz! Das war blöd. Habe ich diese Zombies hier umgebracht oder lungern die immer noch darum? Sind da immer noch. Ich war doch gerade hier. Verstecken die sie? Die anderen kann ich rein theoretisch so töten. Okay. Er hat mich nicht ganz so viel umgebracht, wie ich dachte.
Ich heile mich. Einfach beide kaputt machen. Oh. Muss nochmal zu meinem Auto. Eine Ersatzachs hatte ich ja dabei, ne? Sogar eine 100-prozentige, das freut mich doch. Okay. Nicht so schlimm, dass ich gegen den Baum gefahren bin, alles gut. Lohnt sich das? Ich würde sagen, ja. Sehr schön, schusssichere Weste. Gut, du hast sowieso nur Holz gebracht. Aber gut. So viel dazu. Hier möchte ich doch hin. Scheint aber niemand zu Hause zu sein, ne? Nö. Oh, 4 Liter. Oh, gib mir das. Ja. So. Nochmal 4 Liter. Ich kann mein Leben lang jetzt Auto fahren. So, du gehst nicht. Aber würde ich sagen, nächster Schritt wäre es, die Troller zu befreien. Allerdings würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann befreien wir sie und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Nägel. Geil. Komm, sammeln wir mal kurz alles auf. Ja. Gratis Nägel. Gut, dann bis morgen.